Guten Morgen und herzlich willkommen zur Pressekonferenz von Staatssekretärin Claudia Plackholm. Es geht um die Zahlen aus dem Zivildienst im ersten Halbjahr 2023, sowie um Neuerungen im Zivildienst. Frau Staatssekretärin. Geschätzte Medienvertreterinnen, liebe Medienvertreter, lieber Elba, lieber Robert, ich freue mich sehr, dass ich bereits zum zweiten Mal zu einer Quartalspressekonferenz zum Thema Zivildienst einladen darf. Jetzt genau zum Ende des zweiten Quartals, zum Beginn der Sommerzeit. Und die Sommerzeit ist für viele Menschen in Österreich eigentlich die Zeit des Krafttankens, des Ausflügemachens, des Urlaubmachens. Aber auch für tausende junge Männer im Land ist es die Zeit, in der ein neuer Lebensabschnitt beginnt, in der sie nach der Matura oder der Lehrabschlussprüfung in einen neuen Lebensabschnitt starten. Und der beginnt zumeist mit dem Bundesheer oder mit dem Zivildienst. Seit ziemlich genau einem Jahr darf ich nun als Staatssekretärin neben den Jugendagenten auch für den Zivildienst zuständig sein. Und es freut mich, dass wir genau in diesen 12 Monaten sehr, sehr viele Neuerungen und Verbesserungen auf den Weg gebracht haben. Seit Jahresbeginn ist eine bessere Grundvergütung sowohl für die Grundwehrdiener beim Bundesheer als auch für Zivildiener beschlossen worden bzw. in Kraft gebracht worden. Es geht da insgesamt um 1.560 Euro auf die 9 Monate Zivildienst gerechnet. Und wir haben im Nationalrat vor dem Sommer auch bereits wesentliche Neuerungen auf den Weg gebracht. Die darf ich Ihnen dann im Anschluss kurz vorstellen. Und zum anderen freut es mich, dass ich auch auf die aktuellen Zahlen im Zivildienst verweisen darf, was sie im ersten Halbjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr verändert und weiterentwickelt hat. Ich freue mich, dass ich auch jetzt zum zweiten Mal von besonderen Ehrengästen bei dieser Pressekonferenz unterstützt werde. Es geht mir vor allem auch darum, dass Sie die Möglichkeit haben, im Anschluss an die Pressekonferenz direkt Fragen an Zivildiener bzw. ehemalige Zivildiener stellen zu können, was Ihre Erfahrungen in den 9 Monaten Zivildienst waren, was irgendwo auch Ihre Geschichten aus dem Zivildienst sind. Ich glaube, das ist authentischer, wenn das direkt von den jungen Männern selbst kommt. Wir haben bei der letzten Quartalspressekonferenz junge Burschen aus dem Rettungsdienst im Zivildienst bei der Pressekonferenz gehabt. Und dieses Mal freue ich mich sehr, dass ich 2 junge Burschen aus dem Pflegebereich als Unterstützung dabei habe, die entweder jetzt gerade den Zivildienst leisten oder unverhofft nach dem Zivildienst, obwohl es anders geplant gewesen wäre, einen Job im Pflegebereich sich dafür entschieden haben. Und dafür möchte ich auch der Lebenshilfe insbesondere danken und dem Universitätsklinikum St. Pölten Lilienfeld. Sehr geehrte Damen und Herren, ich betone es immer wieder, der Zivildienst ist der Headhunter für den Sozialbereich und deswegen liegt mir sehr, sehr viel daran, dass wir auch den Zivildienst qualitativ besser ausstatten. Und das wird auch notwendig sein, wenn wir uns die demografische Entwicklung in Österreich anschauen. Wir haben in diesen 12 Monaten, in diesem ersten Jahr, wo ich für den Zivildienst zuständig bin, sehr, sehr viel daran gearbeitet, dass wir die Bedingungen, die Rahmenbedingungen verbessern können. Auch wenn der Zivildienst ein Dienst für den Staat ist, ist es uns als Politik, als Staat genauso wichtig, dass wir die Rahmenbedingungen stetig verbessern können und auch diese Chancen für junge Burschen, insbesondere in den Sozialbereich dann zu starten, nach 9 Monaten Zivildienst, soweit es geht, auch attraktivieren. Und es freut mich, dass wir gemeinsam mit der Zivildienstserviceagentur die Voraussetzungen laufend besser machen können. Ich habe es bereits betont, seit Jahresbeginn ist die bessere Grundvergütung für Grundwehrdiener und Zivildiener in Kraft. Es geht um 1.560 Euro in diesen 9 Monaten. Und vergangene Woche ist auch ein Teil der Pflegereform im Parlament beschlossen worden. Da geht es auch um das Thema Zivildienst, denn es wird für beinahe jeden zweiten Zivildiener jetzt auch die Möglichkeit geben, eine Grundausbildung in der Pflege zu Beginn des Zivildienstes zu absolvieren. Das nennt sie das sogenannte UBV-Modul und das besteht aus 100 Theorie und 40 Praxisstunden. Mit dieser Grundausbildung schlagen wir 3 Fliegen mit einer Klappe. Zum einen ist es den Zivildienern dann möglich, das notwendige Handwerkszeug mitzubekommen, das sie tagtäglich bei ihren Aufgaben benötigen im Zivildienst. Sie eignen sich zusätzliches Wissen an. Zum zweiten können sie die Pflegeprofis, unser Fachpersonal, auch gezielt entlasten, indem sie wichtige Basisaufgaben abnehmen können. Und zum dritten
wird damit der Zivildienst auch attraktiver, weil ich nach diesen 9 Monaten eine abgeschlossene Ausbildung, dieses Grundmodul in der Pflege, auch absolviert habe und mir das auch anrechnen lassen kann auf weiterführende Pflegeausbildungen, wie beispielsweise die Pflegelehre, die im Herbst starten wird. Außerdem plane ich für das nächste Jahr auch eine Weiterentwicklung im Zivildienst. Der Zivildienst soll zukünftig in ganz bestimmten und besonderen Härtefällen auch geteilt werden können. Das passiert in Abstimmung mit dem Bundesministerium für Landesverteidigung. Wir lassen diese Neuerung aktuell rechtlich prüfen. Und nur im Einvernehmen mit den Einrichtungen sollen beispielsweise junge Männer im Familienunternehmen oder bei Saisonarbeiten in bestimmten Härtefällen diesen geteilten Zivildienst absolvieren können. Neben diesen Neuerungen darf ich nun zu vielen, vielen Zahlen kommen, die dieses Quartal im Zivildienst auch prägen. Es freut mich, dass wir im ersten Halbjahr 2023 eine Zuweisungsquote, also eine Bedarfsabdeckung von rund 90% erzielen konnten. Dieser Wert ist erfahrungsgemäß im ersten Halbjahr etwas niedriger als im zweiten Halbjahr, aus ganz logischen Gründen, weil viele im Sommer ihre Ausbildung erst abschließen. Aber eine Quote von 90% zeigt, dass der Zivildienst den Bedarf nahezu zur Gänze auch abdecken kann. Im ersten Halbjahr haben sich insgesamt 9.176 junge Männer für den Zivildienst entschieden. Das heißt, es wurden 9.176 Zivildiensterklärungen unterschrieben und das ist ein Plus von 2%, wenn man es mit den Zahlen vom Vorjahr vergleicht. Und aktuell befinden sich 7.819 Zivildiener im Dienst, davon 40% im Rettungswesen, das sind genau 3.231, die ihren Dienst beim Roten Kreuz, beim Samariterbund, bei den Johannitern, bei den Maltesern ableisten. Dort die meisten in Niederösterreich, 889, gefolgt von Oberösterreich und Wien. Und vielleicht um generell die Top 5 der Zivildiensteinrichtungen zu nennen, die sind relativ unverändert immer. Platz 1, wie gesagt, das Rettungswesen mit knapp über 40%, dahinter die Sozial- und Behindertenhilfe mit 1945 Zivildienern, das entspricht 25% auf Platz 3, die Altenbetreuung und die Krankenanstalten auf Platz 4 mit rund 12 bzw. 10% und auf Platz 5 die Katastrophenhilfe bzw. der Zivilschutz mit rund 4%. Das Rettungswesen, möchte ich auch nochmal festhalten, ist bei der Zuweisung zum Zivildienst prioritär, also diese Einrichtungen haben Vorrang. Im ersten Halbjahr 2023, Jänner bis Juni, haben die Einrichtungen 6.258 benötigte Zivildienststellen gemeldet und 5.446 Zivildiener zugewiesen bekommen. Die Bedarfsdeckung liegt bei 87% und es freut mich sehr, dass wir knapp 90%, wenn wir es runden, der Zivildienststellen in diesem Zeitraum auch besetzen konnten. Für die konkreten Zahlen in den einzelnen Bundesländern darf ich auf die Medieninfo verweisen, die Sie in der Zwischenzeit in Ihren Postfächern vorfinden. Also insgesamt darf ich nochmal festhalten, 7.819 Zivildiener aus 9 unterschiedlichen Dienstantrittsterminen in 1.511 unterschiedlichen Einrichtungen. Also Sie sehen die unglaubliche Vielfalt des Zivildienstes und ich bin mir sicher, dass ich bei der nächsten Quartalspressekonferenz wieder andere Einrichtungen hier auch vor den Vorhang holen kann. Geschätzte Damen und Herren, 3/4 der Zivildiener bleiben auch nach dem Ableisten ihres Staatsdienstes, nach diesen 9 Monaten, ihren Einrichtungen und Organisationen erhalten. 75% bleiben entweder hauptamtlich oder auch ehrenamtlich in diesen Bereichen tätig. Und deswegen schon alleine ist der Zivildienst in all diesen Bereichen nicht mehr wegzudenken. Er hat sich in Österreich etabliert und bewährt. Und das heißt aber nicht, dass wir uns darauf ausruhen dürfen. Ganz im Gegenteil, wir arbeiten daran, dass der Zivildienst stetig entwickelt und auch verbessert wird. Soweit einmal zu den konkreten Zahlen für das abgelaufene Halbjahr, für das abgelaufene Quartal. 2 im Jahr 2023 und ich freue mich jetzt auf Ihre Fragen und darf, wie gesagt, im Anschluss nochmal einladen, dass Sie auch direkt Ihre Fragen an den Elber bzw. an den Robert stellen können, die das Thema Zivildienst betreffen. Dankeschön. Jawohl, vielen Dank. Bitte sehr. Fragen zum Zivildienst. Frau Staatssekretärin, dieser Grundkurs im Bereich Pflege, gibt es den jetzt schon? Also läuft das schon? Wurde das schon ausprobiert? Dieses UBV-Modul führen wir wieder ein. Das hat es einige Jahre jetzt nicht gegeben und ich freue mich, dass wir das im Zuge der Pflegereform gleich mit auf den Weg gebracht haben.
weil ich glaube, wir dürfen ja auch keine Denkverbote haben, welche unterschiedlichen Möglichkeiten wir in Betracht ziehen, dass wir Pflegeberufe generell attraktiver machen, dass wir es vor allem auch attraktiver machen für junge Burschen, in die Pflege zu gehen, weil ich bin schon der Überzeugung, dass ein ausgewogeneres Geschlechterverhältnis hier dringend notwendig wäre. Und da sieht man einmal mehr, dass der Zivildienst auch Türöffner sein kann in den Sozialbereich, und das wollen wir damit auch unterstützen. Das hat es schon einmal gegeben und es wurde abgeschafft. Das hat es vor vielen Jahren schon einmal gegeben. Was damals die Gründe dafür waren, das müssen Sie die damals Zuständigen fragen. Bitte. Ich habe eine Frage zur Teilung, die Sie da vorschlagen für den Zivildienst. Da gibt es ja, soweit ich weiß, von der Verteidigungsministerin eher eine ablehnende Haltung, nämlich was das Bundesheer betrifft. Ist es da für Sie vorstellbar, im Zivildienst Teilung möglich, im Bundesheer nicht? Oder wie stellen Sie sich das vor? Also wie gesagt, zu diesem Vorschlag läuft jetzt gemeinsam mit dem BMLV einmal die rechtliche Prüfung. Man muss hier auch unterscheiden, dass das Bundesheer, der Grundwehrdienst 6 Monate dauert, der Zivildienst 9 Monate, aber natürlich handelt es sich beim Zivildienst um den Wehrersatzdienst, und wir prüfen das jetzt einmal verfassungsrechtlich, welche Möglichkeiten wir haben, möchte aber nochmal betonen, dass es hier um besondere Härtefälle geht, wo es eine wesentliche Entlastung auch wäre, wenn man an Saisonarbeiten in der Gastronomie, in der Landwirtschaft denkt oder auch an Familienbetriebe, die manchmal auch ganz unverhofft aufgrund von Schicksalsschlägen übernommen werden müssen, wo das deutliche Abhilfe geben würde. Weitere Fragen, bitte. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, warum das koordiniert werden muss mit dem Wehrdienst. Der Wehrdienst ist ja auch, oder zumindest war früher auch geteilt in 6+2 zum Beispiel. Wir prüfen jetzt gerade die rechtlichen Möglichkeiten, ob eine Teilung des Zivildienstes möglich ist. Es ist ja die Dauer von Zivildienst und Grundwehrdienst unterschiedlich. Da geht es um 3 Monate Differenz. Und wie gesagt, das ist ein Vorschlag, der von vielen Seiten gewünscht wurde. Und wir haben uns auch angeschaut, wie wir hier möglicherweise auch Abhilfe schaffen können in besonderen Härtefällen, die ich bereits genannt habe. Jawohl, bitte, ganz rechts. Ja, Sie haben vorher gemeint, der Zivildienst ist ein Türöffner für den Sozialbereich. Und da wollte ich fragen, ob Sie irgendwelche Zahlen haben, wie viele Zivildiener dann wirklich längerfristig im Sozialbereich arbeiten. Zu konkreten Zahlen können wir gerne im Anschluss noch schriftlich Auskunft geben. Klar ist, dass wir aus vielen, vielen unterschiedlichen Zivildiensteinrichtungen die Rückmeldung haben, dass es bis zu 75% der Zivildiener sind, die ihren Einrichtungen treu bleiben. Die sind sehr, sehr vielfältig, ich habe es vorher betont, 1511 Einrichtungen haben aktuell Zivildiener, und das reicht von der Pflege über die Blaulichtorganisationen bis zur Sozial- und Behindertenhilfe. Sehr, sehr unterschiedlich, und schön und erfreulich ist hier vor allem auch, dass Zivildiener, egal was sie dann später nach diesen 9 Monaten machen, ob sie dann studieren gehen oder ihren angestammten Beruf wieder ergreifen, dass sie den Einrichtungen auch ehrenamtlich treu bleiben und beispielsweise die Sanitäterprüfung, die sie im Rettungsdienst absolviert haben, hier auch ehrenamtlich weiterhin anwenden. Also es ist definitiv der Headhunter im Sozialbereich, und an den beiden Herren hinter mir merkt man auch, besonders am Robert, dass der Zivildienst auch in Richtung Berufsorientierung sehr, sehr maßgeblich war, weil damit dann auch die Ausbildung in der Pflege gestartet wurde. Weitere Fragen? Vielen Dank. Wir wünschen einen schönen Tag und schließen damit die Pressekonferenz. Die beiden Zivildiener bzw. ehemalige Zivildiener stehen jetzt für weitere Fragen zur Verfügung. Vielen Dank und schönen Tag. Eine schöne restliche Woche, und wir sehen uns in 3 Monaten zur nächsten Quartalspressekonferenz. Dankeschön.